Und damit herzlich willkommen zurück zu X4 Foundations. Ich bin der Shitwaga und ich freue mich, dass ihr wieder zuschaut. Und das Problem mit dem Transport habe ich jetzt auch gelöst. Der Fehler lag wie oft im Detail. Und da ich natürlich alle gerne an diversen Dingen teilhaben lassen will, erkläre ich das jetzt auch gerade mal. Und zwar, ich hatte ja das Verkaufsangebot soweit eingestellt, aber ne, man muss ja auch lesen, alles verkaufen außer, und da war natürlich hier komplette Menge angegeben, was so viel heißt wie, ja nö, du behältst das alles auch schön hier und es wird halt nicht verkauft. Und deswegen hat der die ganze Zeit nichts gefunden, ne, weil hier gab es ja nichts zu verkaufen, weil ich ja gesagt habe, ja nö, hier wird nichts verkauft. Ich war ja weit unter der angegebenen Menge, also sprich die 110.000. Und dann hat die Station natürlich gesagt, nö, von mir kriegst du nichts. Und deswegen hat der auch nichts kaufen können. Hat gesagt, ja gut, dann gucke ich mal, ob ich was verkaufen kann, weil das war der zweite Wiederholungsbefehl. Hat er festgestellt, ich habe ja nichts im Lagerraum. Also frage ich wieder bei der Bergbaustation an, gibst du mir jetzt Silizium? Der hatte halt immer noch nicht die Menge. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, wenn man das Ganze dann hier auf 1 packt, also quasi sagt, alles bis auf einen Siliziumerz kannst du verkaufen, dann... Ja, fliegt ja auch los. Wie gesagt, da muss man mal genau aufpassen. Das Problem hatte ich ja auch häufiger mal mit dem Hauptquartier gehabt. Aber ich gehe mal auch davon aus, dass das jetzt ganz normal durchgeführt wird. Und hier können wir, wie gesagt, auch den Highway ganz gut nutzen, um das Silizium jetzt relativ schnell zum Hauptquartier zu bringen. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich wahrscheinlich über kurz oder lang halt auch noch einen zweiten Transport einrichten werde, was dann schneller vonstatten gehen wird, da ja jetzt hier auch definitiv die Station mittlerweile jetzt richtig eingestellt ist. Also habe ich es geschafft. Und ja, gut, Containerlager war jetzt unnötig, aber ja, wie gesagt, man probiert das alles ein bisschen aus. Aber ja, so war es jetzt halt logisch. Aber wir sehen, das klappt. Der hat auch den Befehl, das heißt, er macht das dann auch, andocken am Hauptquartier. Dort habe ich natürlich das auch nochmal gegengecheckt, ob denn er das auch annimmt. Das tut er natürlich. So. Jetzt wird er wahrscheinlich relativ schnell in den Reiseantrieb gehen. Und da habe ich ja ihm den besten Reiseantrieb gegeben. Das heißt, er sollte sich diese Strecke jetzt auch relativ schnell fortbewegen können. Und wie wir sehen, passt das auch relativ gut. Also relativ fix unterwegs. Aber was wir jetzt, bevor ich mich dann wieder weiter um die Mission kümmere. Ja gut, klar, die versucht das natürlich zu reparieren jetzt hier. Das heißt, eigentlich ist das sinnlos, jetzt hier weiter anzugreifen. Ja, genau, da ist der Siliziumtransport. Also ich denke, das läuft. So, was ich auf jeden Fall nochmal machen sollte wahrscheinlich, ist beim Bollwerk nochmal ein bisschen mehr Kohle so hinterlassen, damit der Rest hier gekauft werden kann. Na, da haben wir halt nichts mehr. Ich denke mal, wir nehmen jetzt einfach mal den kompletten Schätzwert, damit das passt. 1,6 Millionen. Damit das Ding dann auch mal voll bewaffnet ist. Das Gerüst ist ja fertig und dann passt das. Gut. Wir verlassen mal weiter die aufgegebene Asteroidenbasis. Nachdem wir diese äußerst unangenehme Episode abgeschlossen haben, stehen Ihnen anscheinend mehrere Optionen offen, Assistent. Soweit ich das beurteilen kann, würde Ihr anderer Arbeitgeber Ihre schnelle Rückkehr zweifellos begrüßen. Allerdings werden diese übereifrigen Terraner ihre Begeisterung dieses wunderbare Stück Technologie wahrscheinlich unter Quarantäne stellen. Sollten Sie sich zu einem Treffen mit ihnen entschließen, ist es ratsam, im Voraus keine Ressourcen für Schiffsausrüstung zu verschwenden. Alternativ und, wenn ich so sagen darf, vorzugsweise sind Sie jederzeit herzlich eingeladen, sich mir in unserem eigenen Hauptquartier anzuschließen. Ich gebe zu, dass ich vielleicht nicht der verschwenderischste oder großzügigste aller Gastgeber bin, aber ich verspreche, Ihr neu erworbenes Schiff während der Untersuchung nicht zu beschädigen. Die Suche nach mehr Wissen ist das nobelste Bestreben überhaupt.
Ja, das ist jetzt natürlich eine gute Frage. Also dann werde ich erstmal die Nexus Narnia schon mal zum Hauptquartier schicken. Und ich, ja, bin jetzt noch am Überlegen, Jagdgeschiff beim Geheimdienst oder Bosotar abliefern. Interessante Wahl. Ah ja, Siliziumtransport ist, hat den Handelsauftrag festgestellt, fertiggestellt. Ich will jetzt nur noch mal schauen, ob der jetzt wieder den Kauf abdocken, kaufen. Jawohl, das hat er alles. Und diesmal springt er halt nicht hin und her. Diesmal führt er das halt auch aus. Sehr schön. Gut, das läuft also. Und auch wir haben jetzt wieder ein bisschen mehr Silizium hier. Und ja, wir schauen mal, wie das aussieht mit der Verarbeitung, ob denn der Nachschub dann regelmäßiger kommt. Wie gesagt, zwischendurch kommt ja dann nochmal eine große Lieferung von wem anders. Und dann sollte das eigentlich sich ausgehen. Genau, und Erz haben wir ja sowieso eigentlich nicht so das große Problem. Ja, das Problem, was ich jetzt habe, ist, was mache ich? Ich weiß halt nicht, was Bosotar da untersuchen will, was wir da eventuell für eine Technologie herausfinden könnten, was uns vielleicht weiterhilft. Oder ob wir uns bei den beim tyrannischen Geheimdienst ein bisschen einkratzen und dann auch eventuell irgendwas davon haben. Ich bin ehrlich gesagt gerade etwas unsicher. Weil ich nehme mal an, Bosotar wird das Ding halt auch auseinanderbauen, so dass ich es danach nicht abliefern kann, könnte ich mir vorstellen. So, jetzt steht ja schon, wie es weitergeht. Erwarte Entschlüsselung von Navigationsdaten. Finde Heimatsektor der Yaki. Also ich könnte mir vorstellen, dass das beides aufs Gleiche hinauskommt. Also wir werden beides wohl wahrscheinlich die Navigationsdaten entschlüsseln. Ich muss mich jetzt nur entscheiden, ob ich es dann halt über Bosotar mache. Ich mag ja Bosotar. Ehrlich gesagt, also von dem Gesichtspunkt her. Aber ich bin eigentlich sogar jetzt eher dabei, das einfach den Terranern zu geben. Ah, schwierig, 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 muss ich ganz ehrlich sagen. Also, auch aus dem Text würde ich jetzt sagen, es geht im Endeffekt darum, entweder Bosotar entschlüsselt mir halt den Ort, wo die Yaki ihren Heimatsektor haben. Oder der terranische Geheimdienst. So, wenn ich zu den Terranern fliege, werde ich auf jeden Fall den Ort bekommen und werde da eventuell belohnt von denen. So, von Bosotar glaube ich nicht, dass es jetzt irgendwie so eine große... Ah, schwierig, schwierig.
schwierig, schwierig. Ich bin jetzt ehrlich gesagt etwas unentschlossen. Andererseits, die Terraner haben mir halt diese Möglichkeit gegeben, diese Mission zu bekommen. Okay, also den setze ich jetzt mal hier. Da ziehe ich da mal davon ab, das bringt sowieso nichts. Ich weiß nicht, ob beides so großartige Konsequenzen haben wird, aber ich glaube, ich ja, Geheimdienst, wenn ich es da abgebe und die den Sektor wissen, wo die Yaki sind, hat das natürlich eventuell zur Folge. Vielleicht denke ich auch einfach zu weit, aber hat eventuell zur Folge, dass die dann so militärisch sofort gegen die vorgehen. Oder aber es ändert sich halt, wie gesagt, nicht zu Bosotata im Endeffekt, dass die mich dann auch so als Undercover-Typen dann irgendwo wieder losschicken. So, kann aber auch sein, dass die dann sagen, ja, vielen Dank, dass du uns für uns das herausgefunden hast. Wir schicken jetzt eine Eingreiftruppe los und ja. Ja, danke halt nochmal, ne? So, während Bosotar ich dann ohne das Wissen des Geheimdienstes diese Yaki finden kann und eventuell noch mich mit dem besser stellen kann. Das ist halt so den Gedanken, den ich habe. Ja, ich glaube, das mache ich so. Ich werde weiterhin so ein bisschen unter dem Radar von, werde mich nicht so als tyrannischer Geheimdienstagent. Ja, ich glaube, so mache ich das. Autopilot eingeschaltet. Hoffentlich ist es keine schwere Entscheidung und hoffentlich sind die, die das alles schon gespielt haben und jetzt wissen, was passiert, schlagen jetzt nicht die Hände über dem Kopf zusammen, aber Entscheidungen müssen getroffen werden und ich habe jetzt diese Entscheidung getroffen. Wie wir sehen, sind wir jetzt wieder mega schnell unterwegs. Wir machen das jetzt einfach so. So, wo ist... Ja, der ist wieder auf dem Weg zum Hauptquartier. Perfekt. Also das läuft, das funktioniert. Genau, da ist auch schon angekündigt, dass er kommt. Und wir haben noch für die nächsten Produktionseinheiten, ich glaube, das reicht. Mit der einen... Und die anderen beiden schaffen dann genügend dran. Das sollte also nicht leer laufen, das Ganze. Erreiche System, Gaias Verkündung. Ich bin immer noch ein bisschen unsicher gerade, aber nee, wir machen das jetzt so. Wir fliegen jetzt zum Hauptquartier, wir geben das Schiff Bosotar. Wenn man es genau nimmt, Bosotar hat uns ja seit von Anfang an quasi mit eingeschlossen, hat uns, ja, hat für ein Hauptquartier gesorgt. Auch wenn natürlich Bosotar uns dankbar sein muss auf eine gewisse Art und Weise, weil wir ihn ja auch gerettet haben. Aber nichtsdestotrotz, er hat uns ja auch mit Forschung unterstützt und all so den ganzen Sachen. Also ich denke... Erreiche System, Segaris. Ich denke, wir machen das Richtige.
Keine weiteren Kark zu sehen. Sehr schön. Naja, da kommt ja gerade richtig. Also das soll sich ausgehen. Wir sehen jetzt auch bei Siliziumscheiben wieder so ein bisschen im Plus. Das beobachte ich mal, ob ich die Grenze von Verkauf noch mal ein bisschen anders erreiche System. Antigone Memorial. Anders einstelle. Ja, ist auf jeden Fall ein schnelles Schiffchen, da kann man nicht anders sagen. Außer man fliegt natürlich in Richtung Asteroid. Auf der anderen Seite, die Beschleunigung ist schon relativ gut. Da könnte man mit Modifikationen wahrscheinlich noch mehr rausholen. Die Frage ist halt, ob dann die Engine von X4 noch damit zurechtkommt. Also was so Kollision und so weiter, Kollisionsabfrage und so weiter angeht. Ja, aber wenn man so überlegt, wie ich dann das Tagebuch angefangen habe, halt so mit einer Elite-Angreifer, ein paar Credits und ja. Jetzt sind wir eigentlich einige Schritte weiter. Erreiche System, die Leere. Da geht aber natürlich noch mehr. Da geht natürlich noch mehr. Und ich habe ja quasi so die internen Großziele. Gut, man sieht jetzt, dass die Aufträge hier von dem Siliziumtransport jetzt immer quasi dargestellt werden, dass sie abgeschlossen sind. Ist natürlich auch nicht so ganz so schön, aber passt schon. Erreiche System. Weiter Kontakt. Das passt schon. System, einer Blick. Erreiche System, gesegnete Vision. Also für den Erztransport ist dieser Highway halt jetzt echt gut. Sonst hätte ich wahrscheinlich aufgrund der Dauer ja, wirklich nochmal einen zweiten Transport einsetzen müssen. Erreiche System. Anspruch des Pontifex. Interessanterweise kann man bei dem Custom Game Starts diesen Highway erreiche hier abschalten. System, Frau Manier. Das haben sich ja viele gewünscht. Das, ne, das ist halt noch ein bisschen ursprünglicheres X-Feeling, sage ich jetzt mal. Ne, die Highways, die gab es jetzt zumindest in X1 und X2 nicht. Bei 3 weiß ich es jetzt gar nicht. Ich glaube aber bei Rebirth, aber das habe ich nicht gespielt. Das ist das einzige X, was ich niemals angerührt habe. Weil es halt schon bei Release schlechte Kritiken bekommen hat. Soll aber dann am Ende relativ gut spielbar gewesen sein. Und es hat einen VR-Modus, weswegen es nochmal eventuell ein Grund wäre, warum ich da nochmal reinschauen würde. Nupileus Glück. Erreiche System. Profitabler Handel. Ah, immerhin, das scheinen sie auch gefixt zu haben, dass hier nicht immer wieder der Autopilot abbricht. Gleich sehen, Pilot.
Naja, ich denke mal, hier kann Autopilot ausgeschaltet. Kann ich alleine übernehmen. Außerhalb von Andock-Reichweite. Okay. Der wird ja wahrscheinlich noch keinen Landecomputer hier haben. Na gut, sehen wir gleich. Home sweet home. Andock-Erlaubnis erteilt. Ah, ganz schön voll hier. Ah, doch, hat Landecomputer und das ist, ja, das ist die Nexus Narnia, die da steht. Angedockt. Es ist eine Ehre, Sie an Bord zu haben. Oh, wie faszinierend. Dieses Schiff scheint mit einer ziemlich ausgeklügelten Spoofing-Technologie ausgestattet zu sein, die meine wildesten Vorstellungen übertrifft. Ich bin tief bestürzt, aber trotz meiner zahlreichen Qualifikationen auf höchstem Niveau in vielen Fächern kann ich diesen speziellen Apparat nicht rückentwickeln. Sie müssen seine Funktionen im praktischen Einsatz ergründen. Es ist mir jedoch gelungen, die Navigationsdaten des Schiffes zu entschlüsseln. Sie sollten jetzt seinen Ursprungsort finden können. Na super, hat ja nicht so viel gebracht. Jetzt bin ich fast geneigt zu sagen, hätte ich es mal lieber dem tyrannischen Geheimdienst gegeben. So, wo soll ich denn hinfliegen? Nein, doch nicht wirklich, oder? Soll ich jetzt wirklich wieder in den Xenon-Gebiet fliegen? Na gut, ich könnte denen zumindest schnell entkommen. Fix ist das Schiff, ja. Fix ist das Schiff hier. Maskierung aktiviert. Yaki. Ah, ich bin jetzt wieder maskiert, ähnlich wie damals im Torus. Hauptquartier minus 25. Ja gut, klar. Ja gut, dass ich keine Geschütze hier installiert habe, was? Erkennen Sie nicht als Feind. Ja, aber dafür alle anderen, so wie es aussieht. Alles rot jetzt hier. What the fuck? Okay. Hauen wir mal ab hier. Alle anderen werden jetzt als Feind. Ja, klar, logisch. Die Yaki sind ja bei den meisten unbeliebt. Macht jetzt aber Sinn, dann bei den Xenon kein Feind zu sein, weil der Typ hat ja die Xenon gerufen. Ich meine, was ich mich jetzt frage. Maskierung deaktiviert. Was ich mich jetzt frage, steuern die Yagi die Xenon? Weil der eine hat ja vorhin definitiv Xenon gerufen. Naja, fliegen wir erstmal in die Nähe des Xenon-Gebietes. Bereiche profitabler Handel 4. Fliegen wir erstmal in die Gegend. Ich glaube, ich muss ja mit meiner Shintuaga Majestic hier mal durchfliegen und diese ganzen dicken Asteroiden, die mitten in der Flugbahn des Tores sind, einfach mal wegschieben. Wobei ich das Gefühl habe, die werden dann eh nachgespawnt. Ah ja, das sind schon wieder weniger Sachen, die benötigt werden. Erreiche
Speicher System 18 Milliarden. Ja, also wie gesagt, muss sagen, bisher gefällt mir diese Kampagne ganz gut. Erreiche System. Adäquat Entscheidung. Genau, da hinter dem Tor. Romtor. Tarkas Zusammenbruch. Genau, da müssen wir hin, da waren wir ja auch schon mal. Und ich gehe mal davon aus, dass sich dann das Ganze automatisch aktiviert mit der Maskierung, sobald ich dann da bin. So, bevor wir das aber tun, will ich nochmal gucken, ob ich jetzt irgendwo mal ein bisschen Geld einsacken kann. Oder beziehungsweise, ja doch, gucken wir mal. So, ja genau, ich hatte auch der Bergbaustation 500.000 Credits gegeben. Ich glaube, das brauche ich nicht, die kann ich also wieder zurücknehmen. Weil sich das so ergeben hatte, so Hauptquartier, gibt mal satte 4 Millionen, das finde ich gut, das finde ich richtig gut. Sonnenkraftwerk aktiviert, Yaki. Das Sonnenkraftwerk passiert irgendwie nichts mehr, da muss ich gleich nochmal gucken, da ist auch irgendwas schief gelaufen, glaube ich. So, und dann haben wir nochmal 2,2 Millionen von der Waffenkomponentenfabrik. So, ich hoffe jetzt, dass das mit dem Siliziumschiff trotzdem weiter funktioniert. Das kann ich gleich mal gegenchecken. Nicht, dass er dann doch jetzt auch das Geld gebraucht hat. Ach so, ich bin ja jetzt Yaki, deswegen kann ich da nicht gucken. Gut, dann fliegen wir mal hier durch. Maskierung deaktiviert. Jetzt ist die Maskierung wieder deaktiviert. Maskierung aktiviert. Yaki. Die Maskierung der erreiche System. Tarkas Zusammenbruch. Gut. Und du? Maskierung aktiviert. Yaki. Weg finden nach Tarkas Zusammenbruch. 17. Ich schätze mal, das ist jetzt hier in die Richtung irgendwo. Ist da auch ein ja, hat er. So, das hat jetzt nicht so viel gebracht, da fliegen wir erstmal jetzt hier in die Richtung. Gefahr, gefährliche Region entdeckt. Können wir hier den Highway hier nutzen? Doch bestimmt, oder? Der führt uns doch bestimmt. Maskierung deaktiviert. Der führt uns doch bestimmt zum nächsten Tor. Nach Tarkas Zusammenbruch. Maskierung aktiviert. Yaki. So. Xenon-Station. Ja gut, die dürften. Xenon-Station. Na ja gut, minus 10. Also die tun uns aber nichts. Aber interessante Station. Ist auch wieder so ein. Das ist doch so ein Ding, was wir vorhin gesehen haben. Ja, ich weiß gar nicht, ist das neu oder ist mir das vorher nie aufgefallen? Naja, wie es auch sei, das war's wieder für. Gefährliche Region entdeckt.
Das war's wieder für diese Folge. Seid gespannt, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Bis dahin, habt noch eine schöne Zeit. Ciao, ciao.